Servus, der Marc von PSG Wien ist hier, bei mir ist die Lara, der Fabian und ich natürlich. Wir haben schon den Fabian ein UFO gestochen. Ein UFO ist echt cool, ähnlich wie ein Trimix, nur ein Austrittskanal fehlt. UFO sind quasi zwei, ein Antihelix und ein Rug. Und das Trimix würde dann noch den Unterteil mit dazu nehmen. Echt geil geworden, schön. Ich habe es nicht im Video gemacht, weil wir haben ein bisschen viel geplaudert und sonst hätten wir das Video so super lang gehabt. Aber es ging gut, ne? Ja. Super. Jetzt haben wir noch ein Zungenpiercing. Ganz normal, ohne Glitzer. Mhm. Von unten nach oben durchgestochen. Zunge ist eingesprüht, merkst auch, ne? Ein bisschen Baumstick, alles gut. Dann will ich die Zungenpiercing ganz kurz anders setzen. So, rüberdrehen bitte. So. So. Ja, so perfekt. Genau, perfekt. So. Dann schreibt man die Zunge mal raus, bitte. Passt von unten nochmal kurz. Du siehst hier das Zungenband. Passt, danke, dass ihr da reintun. Das ist immer wichtig, weil wir wollen immer neben dem Zungenband stechen. Also nicht mittig in der Zunge durch. Das mache ich zumindest. Viele in den Piercer-Kursen stechen einfach alles willkürlich durch. Ich habe das schon erlebt, wie gesagt, die in den Kursen einfach sagen, ja, stechen einfach durch und nehmen auch viel, viel dickere Nadeln, weil es einfacher ist, schneller geht. Fast alles in zwei Kurven in den Kursen gestochen, leider. Weil die Leute halt eben, weil es für die einfach ist zum Einsetzen und dem Kunden halt mehr wehtut und blutet wie Sau, aber das juckt den Piercer halt nicht. Und ich denke halt immer anders. Also ich würde nicht wirklich so wenig Schmerzen wie möglich machen. Deswegen sage ich dir einfach, wie ich es mache und das hat einfach nichts zu tun mit der breiten Masse. Gut, also wir stecken das Ganze mal durch. Fabian, du hast schon gesagt, dass die Zähne nicht beschädigt haben, deswegen machen wir das so. Also das mache ich aber eh immer mit dem oberen Punkt etwas mehr nach hinten setze, dass es quasi nicht ganz vorne die Zähne immer schlägt. Und ja, lass mich mal wieder reinmachen. Alles klar? Ja. Da mache ich keine Punkte hin. Bei Zungenpiercing markiere ich es nie. Es gibt Piercing, die markieren das immer. Ich finde es immer ein bisschen albern. Ich steche das einfach immer dahin, wo es anatomisch hin muss. Weil die meisten treffen ihre Punkte dann eh nicht. Und beim Zungenpiercing mache ich es wirklich. Das nächste, also ja, dann müssen wir es machen. Das ist gut auch, wenn Zungenpiercing steht. Zungenpiercing, da wirst du schon tausend gestochen haben, oder? Also. Kann ich gar nicht erzählen. Das ist auch nicht recht. Das sind wir schon so eine sechsstellige, also das sind 400 Euro. Klappst? Ja, ich habe sicher über eine halbe Million Piercings gestochen, also weit drüber schon. Und davon, wie gesagt, das sind sicherlich, Zunge ist schon sehr viel, Ohren, Zunge, Bauch, also das wird schon mit 100.000 auf dem Tag. UFOs sind es vielleicht 1.000 oder 500 in den ganzen Jahren. So, Zunge rausstrecken. So, weiter raus. Jawohl, genau. Muss ich immer schauen, wie weit die Zunge rausgeht. Nachher. Und dann schau dir eben das Zungenband, siehst du das hier? Ja. Da wird das richtig schön in der Mitte drin. Mhm. Und da siehst du auch diese kleine Ader, ja. Die ist hier auf der Seite, das stechen wir auf der Seite. Mhm. Wir stechen jetzt genau neben dem Zungenband. Ja. Und ich habe als Zielvorrichtung schau, ich bin unten genau da rein. Ja. Und schau, oben komme ich genau da bei der Zange raus. Das ist meine Zielvorrichtung wieder. Das heißt, automatisch weiß ich, wo ich hin will. Was ich dir schon immer erklärt habe. Ja. Von den. Gibt es einen Tuger, sag ich kurz ein bisschen. Das ist normal. Schau, das ist. Ich sage, Lara, vielleicht gar nicht als Piercerin nehmen, sondern immer nur als meine persönliche Assistentin. Ich könnte mich da richtig dran gewöhnen. Wenn es dann ein Tuch hält, das Assistent. Die Schale vorhin. Da. Das ist so. Wie immer, Doktor, der hat seine Assistentin, alles gut. So. Nachdem ich ja fast Zahnarzt geworden wäre, wenn das denn schon gewöhnen könnte. So, das war's schon, dein Lieber. Ja, ja klar, lass den Mund zumachen, mal gucken. Nimm mal ruhig die Hand schnell. Nimm selber schnell kurz. Am Anfang ist es oftmals ein bisschen schräg, liegt daran, je nachdem, wie es gerade jetzt wieder gerade. Nämlich es gerade unten in deinem Zungen, unter dem Zungenband liegt. Cool, ne? Ja, cool. Und wie gesagt, es wird auf der Seite liegt es bei dir mehr, weil ich habe es vom Zungenband so gestochen, auf der anderen Seite ist eine Ader gehabt. Und deswegen hat es am Anfang, wenn es so lang ist, die Tendenz, so rüber zu kippen. Wie du siehst, aber wenn es später gekürzt ist, fällt es nicht mehr auf, dann bleibt es schön gerade. Und wie ist es vom Feeling? Anders, nur doch top. Aber passt schon. Die Betäubung ist ja noch da. Ja. Wenn die Betäubung weg ist, die ist in 10, 15 Minuten weg, dann wird das Gefühl schon besser sein. Und wenn es gekürzt ist, dann ist es richtig cool. Also ein neues Zungenpiercing ist vom Gefühl, ehrlich gesagt, nicht atemberaubend. Das ist eher nervig. Und ein Zungenpiercing wird dann cool. Ich habe selber jetzt gehabt, viele, viele Jahre lang. Wenn es verheilt ist, also nach 2 bis 3 Wochen, dann macht es ein bisschen. Wie ist es vom Essen her? Soll ich das aufpassen? Milchprodukte oder so? So, dann wollen wir auch kurz schnell zeigen. Da sieht man das Ding. Sehr gut, sehr schön. Cool. Also, Essen, Trinken. Ich erlaube alles.
Du kannst alles essen, trinken, was du willst. Auch die Milchprodukte. Das ist ein alter Schmäh, das ist 100 Jahre alt, diese Hausregel. Das geht ja auch eher bei Zahn-OPs, ist das ein Thema, weil das die Milchsäure keine Blutstropfen auflöst, aber das ist jetzt zu umfangreich. Da gibt es einen eigenen Artikel auf der Homepage, warum man Milchprodukte essen und trinken darf. Habe ich mir echt mal die Zeit genommen, das auf Nadine Fisser zu erklären, medizinisch, warum es Blödsinn ist, es nicht zu dürfen. Also du merkst, ich darf Milchprodukte essen und trinken. Auch sonst alles Spaghetti, die Geschichte des Spaghetti rumwickelt. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Oder sonst was, du darfst alles essen, was willst. Von mir ist heute Abend ein Schnitzel, ein Hamburger, Spaghetti, was willst. Es kann aber sein, dass du was im Mund nimmst und denkst so, wie kaue ich das jetzt? Weil deine Zunge einfach sich nicht klar ist, was ist das Piercing, was ist das Ding. Und für die Leute ist es so, dass die ersten zwei Tage dann eher eine Nudelsuppe oder ein Mehlbrei essen und dann ein Athletikgläschen. Aber da geht es nur um das, wie ich mich selber fühle. Richtig. Nur darum geht es. Also ich habe es nicht, ich konnte nicht essen. Ich konnte erstens, aber ich habe es mir auch nicht selber gestochen. Damals konnte ich dann nicht stechen. Also ich habe es mir stechen lassen und war sicher ein guter Piercer, aber ich konnte zwei Tage nur Nudelsuppe essen. Und ich habe nicht gewusst, wie soll das beißen. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und manche Kunden gehen hier raus und essen direkt beim Mc's oder beim Kebab, sehe ich es teilweise sitzen, das ist schon essen und haben gar kein Problem. Das ist voll unterschiedlich. Also wenn du dich zutraust, nimm ein klein bisschen in den Mund, schau, wie geht's und dann machst du es. Ja, und wenn nicht, gibt es so. Ja? Gut, was du aber brauchst, ist die richtige Pflege und zwar für alle drei Piercings. Jetzt erkläre ich dir mal kurz, wie das geht. Da brauchen wir das Brandgel von Pronto Lind. Wir fangen mal mit dem Zungenpiercing an, weil wir das gerade gestochen haben. Zuerst nimmst du bitte Pronto Lind Mundspülung, da ist ein Westbecher drin, 10 ml reichen aus. Spül damit eine Minute lang aus. Ja, einfach spülen, fertig. Vorher Zähne putzen gründlich, wie immer. Elektrisch, manuell. Dreimal am Tag, oder? Zweimal am Tag ist perfekt, wenn du das Wochenende kannst, auch gerne dreimal am Tag machen. So, also spülen, ausspucken, fertig. Darum Zähne putzen. Mundspray bitte in die Hosentasche nehmen, der kommt mit. Der ist dabei, wo du bist. Nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, wird gesprüht. Ruhig zwei, dreimal, ein, zweimal sprühen und das ruhig 10, 15 Mal am Tag. Also das kann man nicht oft genug machen. Wenn du Wasser trinkst, brauchst du nicht sprühen. Aber nach Cola, nach Red Bull, nach Tee, nach und so weiter. Brauchst du? Überhaupt. Sehr gut. Ein Grund, auch aufzuhören, nur zu besinnen. Ich sage immer, hört auf mit Rauchen und vor allem die ersten drei Tage, wenn man gar nicht rauchen muss. Besser zu gegen das Fingernägel besten. Puffi, das hat man mir verzögert. Ja? Ja, nimm ein bisschen sehr, dass Zunge passiert. Ja, das kann durchaus sein, weil du. Ja, das zu spülen hat. Ja, nee, und vor allem, weil du auch jetzt dir auch noch Fettus da auch noch rumzuknabbern. Das wird dann eher nerven. Ja. So, Zunge sind fertig. Ja? Dann. Spray und Gel, normales Protolint für das Ohr, fürs UFO. Sprühen, außen innen oder oben unten, wie man es nennen will. Dann eine Küchenrolle nehmen, die Küchenrolle etwas zusammendrehen. Wenn die zusammengedreht ist, kann man das so ein bisschen in die Stichkanne reinwuseln. Vielleicht hast du in der WG 10 Leute, er wohnt in der WG mit 10 Leuten. Da wird es sicher einen geben von den Leuten, der dir quasi sagt, du, ich putze das kurz. Weil du selber siehst natürlich nicht so gut hin. Wenn du dann sagst, geh, kannst du mir da einmal kurz, dann ist es sofort gemacht. Da gibt es sicher eine Frau, die sich den Liebe von annimmt. Ja? Einsprühen, mit der Küchenrolle reinigen, Schmuck bleibt natürlich drin. Dann kommt das Gel, davon einen Tropfen nehmen, einfach eintupfen, oben, unten, an die Zerstickstellen und lass den Ring in Ruhe. Man könnte den Ring bewegen, lass es. Beim UFO, beim Remix, das bringt nicht viel. Und es ist nur Stress und tut nur weh. Am Anfang macht es keinen Sinn. Ja? Gut. Also. Was sagst du? Zunge ist in 2 bis 3 Wochen, das heißt, da bist du wahrscheinlich kurz nach Weihnachten schon da zum Wechseln. Entweder bei mir oder bei Lara machen wir das kurz auf einen kürzeren Stecker. Das UFO werden wir uns in 6 bis 8 Wochen anschauen. Und dann entscheide ich, mache ich mal einen Ring rein. Ich mache da einen Ring rein, das ist nicht die Frage, ob, sondern die Frage, wie sieht der aus. Wollen wir den Gold rein? Von der Größe werden wir genauso lassen, weil das dafür gestochen ist, bleibt gleich. Und wenn wir ein Segment legen, das können wir dann schauen, was wir machen. Passt? Ja, passt. Noch Fragen? Haare färben machst du eh nicht, das wäre 6 Wochen nicht erlaubt. Sporthaare waschen, duschen darfst du morgen ganz normal. Okay. Ja? Und so nachher ums Spa und sowas 2 Wochen nicht. Aber das kriegst du alles auf der PDF bei uns. Wir schicken dir gleich ein PDF mit allen Fehlern. Schade, hat mich gefreut. Da gebe ich dir die Karte. Ja. Ich muss mal wieder gehen. Danke, Fabian. Ja, danke. Deins. Pommersacker. Gucken wir noch. Euch sage ich danke fürs Zuschauen. Das war der Fabian und wir sind weg. Ciao, Servus.